Ja, moin, moin, meine Minecraft-Freunde. Heute begrüße ich euch mal etwas später. Und ja, das ist nicht im Real Life, sondern hier bei Minecraft. Und zwar haben wir es jetzt auf mal Nacht. Und dass ihr euch nicht wundert, weshalb ich jetzt auf einmal wieder hier auf meinem Bett stehe. Ja, ich habe mich total verirrt, ganz ehrlich. Ich hatte jetzt einen Part gemacht, der ging mehr als eine Stunde, wo ich jetzt diese Fläche hier wieder gesucht habe. Ja. Wir sind ja letztens aus der Höhle mit der Mine gekommen und ja, ich glaube, man hatte das dann auch noch erwähnt, dass ich nicht mehr weiß, wo ich lang muss. Jetzt habe ich mir erstmal von den Koordinaten, also von den Koordinaten und von den Koordinaten, wo die Höhle ist mit der Mine, habe ich mir jetzt erstmal auf mein Handy erstmal schnell ein Foto gemacht. Oder ich hätte eigentlich einen Screenshot oder was machen können. Hauptsache, ich habe jetzt die Koordinaten erstmal gesichert, damit ich das erstmal ohne Probleme wiederfinde. Und ich muss mal sagen, wenn ich so in mein Tal hier schaue, es sieht schon geil aus, Leute. Es sieht wirklich schon geil aus. Jetzt gerade nachts, da hinten ist irgendwo ein, da ist ein wenig Licht. Da gehe ich mal davon aus, dass da wahrscheinlich Lava sein wird. Mein Weizen ist fertig, wie ich das so sehen kann. Und wenn ich jetzt hier mal runter auf die Boden gucke, der ein oder andere weiß es wahrscheinlich. Da ist ein Zombie. Lass mir bloß meine Tiere in Ruhe hier. Ich bin froh. Und, boah, jetzt bin ich aber erschrocken, ey. Dass die Kuh auf einmal neben mir stand und hält mir ihren Hintern ins Gesicht. Das ist nicht nett von dir. Sei froh, ich könnte dich jetzt hier mit so einer Rose. Okay, das hat nicht gefallen. Nein. Ich habe mir mal die Zeit genommen, wie ich es gesagt hatte. Ja, da hinten ist auf jeden Fall Lava. Wenn wir jetzt näher kommen, sieht man es. Hab hier überall erstmal ein wenig Gras weggehauen, da wir ja hier eingewuchert waren bis zum geht nicht mehr. Hier kommt eine Spider. Na komm her, Spidey, komm her. Na komm, oh, ziehst du wieder rum, hä? Okay, den haben wir es richtig gegeben. So, jetzt werde ich erstmal meine ganzen Ressourcen, die ich jetzt mitgenommen habe. Wartet mal, ich werde jetzt hier einfach mal noch die Kisten, die ich letztens mitgenommen habe, werde ich hier einfach mal noch hersetzen. Es kommt uns auch noch ein Zombie. Zombie und Spinne mag alles gehen. Skelett auch noch. Wenn ein Creeper kommt, dann hört ihr mich belegen. Das schwöre ich euch. Da habe ich mal gar keinen Bock drauf. So, Eisen. Wartet mal. Eine Eisen. Eisen behalten wir mal. Apropos Eisen. Da wäre ich hier erstmal. Jetzt kommt er. So, ja. Boah, der springt sogar hier hoch. Oh, ist aber ganz schön laut. Na komm, gib mal her, das Fleisch. Wartet mal, ich muss mal mein. Ich hab mal mein Headset ein wenig leiser gemacht, da ich letztes Mal wieder Call of Duty gespielt habe, damit man so die Schritte ja besser hören kann. Habe ich mir natürlich. So, das kommt rein, rein. Ach komm, lass mal auch erstmal hier. Wir wollten jetzt die. Das wollten wir jetzt brennen. Da kommt die Spider. Jetzt haben wir es noch ein wenig heller. Ich muss bloß aufpassen wegen die Creeper. Nur die Creeper. Die Elenden. Ich denke mal, ich werde das Holz erstmal reinpacken. Ich werde. Ah, okay, das kann ich jetzt gerade nicht machen. Ich wollte jetzt noch ein wenig Holz machen. Oder besser gesagt, brennen. Damit, was dann das hier? Ein Dschungel? Dschungelholz? Wo kommt denn der her? Habe ich den aus irgendeiner Kiste genommen oder so? Ich weiß es nicht. Apropos. Ja, komm, wir machen uns jetzt erst. Kommt deine Spidey. Ja, komm. Heute tun wir halt auch mal ein wenig kämpfen. So, okay, das wollte man natürlich jetzt nicht. Jetzt haben wir wahrscheinlich wieder, ja, wie ich schon dachte, ein Spinnauge eingesammelt. Ich wollte jetzt eine davon. Eine Hacke brauchen wir eigentlich. Komm, wir nehmen noch eine davon und die anderen zwei heben wir uns mal auf erstmal. Die Rosen tun wir auch noch rein. Und die nehmen wir jetzt hier unten. Die werden wir uns nämlich jetzt erstmal hier irgendwo hersetzen. Irgendwo. Hier kommt uns ein Ocelot. Ein Ocelot. Oh mein Gott. Ja, geh ruhig wieder in den Dschungel. Das ist nicht gut, wenn meine Hunde, guckt mal, die sitzen, die sitzen schon nicht mehr. Sitz. Sitz. Okay, das, setz dich hin. Die gehorchen mir nicht mehr. Was ist das denn? Haben die noch ein Halsband? Okay, haben sie noch. Da kommt doch wieder eine Spider. Naja, komm. Wir werden erstmal hier ein wenig Birkenholz hersetzen.
So, dann Essen braucht man nicht. Kohle könnten wir hier nochmal reinstopfen. Den Rest tun wir hier rein. Pfeile haben wir, oh, die tun wir erstmal hier rein. Wir haben noch keinen passenden Bogen. Koppel lassen wir auch erstmal hier. Und ja, das lassen wir auch erstmal alles hier. Den einen lassen wir auch da. Das nehmen wir hier. Wie sieht es jetzt mit meinen Eisen aus? Ich denke mal, ich spreche das jetzt erst nochmal schnell ab, damit ich mir erstmal noch meine Fackeln machen kann. So. Ich, warte. Ja. Harte Arbeit. So, okay. Machen wir so. Ah, shit. So. So wollte ich das machen. Um jetzt erstmal ein wenig Kohle zu machen. Also nochmal schnell schauen. Da ist ja ein Skelett. Komm her, Skelett. Mit dir lege ich mich an. Oh, hat's Boing gemacht, ey. Hahaha. Geh mal die Knochen und so her. Oh, du. Nein! Wieso? Ja, ich dachte schon, weshalb wird er nicht weggeschleudert, so den Armer. Jetzt rückt sie uns auf die Pelle, weil es wieder tags wird. Weil die genau wissen, dass sie jetzt gleich abtreten müssen. So, ich könnte dir natürlich jetzt um meine Wauzis auf den Hals setzen, aber ich nehme deine XP gerne mit. So, haben wir auch. Eine Kuh treibt sich darum, das ist ja auch mal hart. So, wir hätten natürlich auch noch ein paar mehr Fackeln setzen können, aber naja, Nebensache. Wir könnten uns aber ein davon, davon und ich glaube mal noch was reicht nicht, ja? Okay. Da haben wir halt jetzt erstmal schon mal ein wenig Rüstung. Falls uns jetzt ein Creeper erwischen sollte, dass wir nicht gleich in die Luft gehen. So, wie sieht's hier aus? Mehr noch. So, so. So. Oh. Hier schon wieder viele Sachen. Viele, viele Sachen. Das Zeug ist natürlich auch schon alles angeschlagen. Tun wir natürlich noch ein wenig sortieren. So, wir müssen uns jetzt erstmal ein wenig unsere Zeit vertreiben, solange wie unsere Kohle noch arbeitet im Ofen. Deswegen denke ich mal, werde ich erstmal noch ein wenig Holz farmen. Und ja, ich bräuchte auf jeden Fall Fichtenholz, bräuchte ich mal noch. Da muss ich mal schauen, ob ich eventuell jetzt gleich nochmal losziehe und mir Fichtenholz mal zulege. Müssen ja auch, wie gesagt, nur ein, zwei Setzlinge sein. Rest, denke ich mal, werde ich so oder so dann. Okay. So, den nehmen wir auch noch mit. Den werde ich dann so oder so hier anpflanzen, dass ich dann halt immer nicht so weit gehen muss. Und in geraumer Zeit, wie ich es eigentlich in der 360-Fassung auch hatte, hatte Laguna damals gebaut, so eine kleine Baumfarm, wo halt sämtliche Holzarten drinne sind, außer jetzt Dschungelholz. Also ich sag mal, da werden wir ja hier genug haben. Brauche ich nicht extra. Außerdem solche riesen Bäume in ein Haus oder in eine größere Halle zu bauen, das ist natürlich auch nicht so prickelnd. Aber ja, machen wir schon irgendwie. So, gib mal noch her. So, Musik ist auch gerade ganz schön leise. Da ist ja eine Apple. Den können wir auf jeden Fall. Na, noch einer. Was ist das denn hier? Ich habe Unkraut vergessen. Das darf ja wohl nie wahr sein. So, wo sind denn meine drei Setzlinge schon wieder? Setz mal einen hier. Setz mal einen wieder hier. Und da hinten kommt schon der nächste. So, da hinten haben wir Äpfel. Sehr schön. Was war denn? Achso, okay. Nur ein dunkles. So, jetzt sammeln wir natürlich noch schnell ein. Dann machen wir gleich. So, Kohle, die behalten wir. Machen wir so. Jetzt packen wir unsere Kohle wieder rein und unser Eisen. Und jetzt, Nein, nein, nein. So, das Holz lassen nehmen wir mal mit. Tauschen wir mal. Wollen wir dann Äpfel, feine Äpfel essen? Und jetzt wollt. Halt, nee. Das war ja. So, okay, jetzt müssen wir ein paar Stickies machen.
So, passt. Wo sind die? Da hinten. Ein paar Fackeln. So, okay. Jetzt haben wir jede Menge Fackeln. 14 können wir sogar noch. Eine Birke ist gewachsen. Hammergeil. Setzt euch doch mal hin. Sagt mal, wieso sitzt ihr euch nicht mehr? Ich habe keine Ahnung. Die wollen irgendwie mir nicht mehr gehorchen. Die kleinen Plagen, die Elenden. Hier noch ein. Hier noch ein. Und hier. Hier. Ein Huhn. So, dann denke ich mal, haben wir genug Setzlinge hier überall hergepackt. So, hier noch eins. So, reicht aus. Reicht aus. Jetzt nehmen wir uns noch schnell die Birke mit. Da dürfte nämlich jetzt auch unsere Axt abbrechen. So, wie ich mir schon gedacht habe, wir haben natürlich vorgesorgt. So, okay. So, dann wenn da natürlich jetzt noch zwei, drei Setzlinge kommen würden, wäre ich natürlich richtig zufrieden. So, Setzlinge. Ach komm, tun wir, packen wir erstmal hier rein. Unser Eisen brennt. So, ich möchte mir natürlich noch eine Rüstung machen. Heute ist Rüstungstag. Was habe ich denn jetzt von Kopf und Brustpanzer? Also brauche ich noch Hosen und Schuhe. So. So, Hosen und Schuhe. Okay, passt. Jetzt sind wir auf jeden Fall erstmal wieder. So, okay. Jetzt können wir auch einen Apple können wir essen. Da schon kriegt man den nächsten Erfolg. Eiserne Recke. So, da haben wir einen Setzling, da haben wir noch einen Setzling, sehr schön. Da werde ich den auch gleich mal wieder hierher setzen. Den werden wir noch hierher setzen. So, und die schlage ich nochmal schnell weg, wenn ich hochkommen sollte. Okay, da haben wir immerhin zwei Setzlinge gekriegt. Naja, so, das lassen wir jetzt alles erstmal wachsen und machen und naja, das lassen wir auch erstmal. Ich muss jetzt zuerst halt, nee, wartet mal. Ich möchte mir jetzt erstmal schnell hier hinten, möchte ich mal schnell. Oh, der ist auch gerade vor mir gewachsen. Oh, ist das auch großer diesmal. Da kriegen wir auf jeden Fall schön viel Holz. So, so, ich möchte mal schnell hier hoch. Ich benutze das jetzt hier einfach mal so provisorisch als Aussichtsplattform. Unter anderem will ich hier mal noch ein paar Fackeln ersetzen. So, okay. Ja. Kann ich hier keine Fackeln ersetzen? Was ist das denn? Okay, dann machen wir halt. Wir machen halt ganz einfach den hier. So und. Einfach so. So, da eine. Und da eine. Und ich hoffe, dass ich das dann auf weitere Entfernung sehe. Was ist das denn da unten? Was ist das? Okay, da werde ich auf jeden Fall gleich mal vorbeischauen. Ich suche nämlich jetzt Fichten. Aber ich sehe jetzt auch gerade keine. Ah, man sieht leider nur den Punkt. Da weiß ich jetzt nicht, in welche Richtung ich gucke. Das ist natürlich noch ein wenig ätzend. So, jetzt will ich noch Fichtenholz. Möchte ich jetzt noch? Na komm, okay. Oh, hier haben wir eine Höhle. Okay, werde ich mir mal merken. So, ganz chillig hier runter. So, jetzt will ich mal schnell hier runter gehen. Jetzt will ich mal schauen, was das da gerade war, was wir da gesehen haben. Ach, ein Baum, okay. Ich dachte, ich bin aus der Richtung gekommen und wenn ich mich richtig auch entsinne, war ja hinten auch irgendwo ein Schneebiom. Deswegen werde ich auch jetzt einfach mal dahinter gehen. Okay, ich sehe da gerade Dschungel wieder auftauchen. Natürlich nicht so passend, aber naja. Wir werden schon irgendwo, werden wir schon Fichtenholz herkriegen, Leute. Hier ist natürlich auch noch eine Höhle. Sieht natürlich auch interessant aus. Eine interessante Form. Ach so, jetzt bin ich schon wieder hier, okay. Okay, da laufe ich auf jeden Fall richtig. So, frühstücken tun wir nochmal. Was ist denn das? Oh mein Gott. Oh, hier ist jede Menge Eisen. Das würde ich natürlich gern. Das merken wir uns einfach mal. Das ist nicht so weit weg von unserem Bauplatz. Das sieht natürlich merkwürdig aus, als hätte hier schon jemand mal was abgebaut oder so. So, jetzt muss ich hier erstmal irgendwie hochkommen.
So, wo sind wir denn jetzt? Wartet. Ja, kommt schon wieder Dschungel. So, jetzt haben wir erstmal diesen komischen Strich da hinten weg. Hinter uns ist Wüste. So, direkt hier. Ja, okay, wissen wir ja. Musste ich erstmal auf die Zeit gucken. So, im nächsten Part werden wir nochmal ein wenig von A nach B reisen und dann denke ich mal, werden wir dann, wenn wir sobald wir das Fichtenholz haben, werden wir dann anfangen, unser Haus zu bauen. Und ja, lasst euch überraschen und dann sage ich, haut rein und tschüss, bis zum nächsten Mal.